Willkommen bei unserem zweiten Online-Talk Public Go Science von Maxim mit Lara Kreicher. Schön, dass du da bist, Lara Kreicher. Hallo. Hallo. Es geht heute um den Talk. Der Titel des Talks ist Holy Shrew, warum Menschen Spitzmäuse anbeteten und wir das immer vielleicht immer noch tun sollten. Letztes Mal hat unser Vortrag ja ganz gut geklappt hier online. Wir müssen immer wieder sagen, es kann dennoch passieren. Wir hatten heute mehrfach tagsüber die Verbindungen, die instabil waren. Deshalb hoffen wir, dass wir einigermaßen ohne Probleme hier durchkommen. Wir möchten Sie wieder bitten, dass Sie die Fragen, die Sie haben, in den Chat stellen. Aus Datenschutzgründen können wir leider noch nicht Sie direkt auch mit Fragen einbinden, die Sie direkt an den Vortragenden stellen können. Wir sind aber dran, dass wir das auch bei den nächsten Talks eventuell machen können. Lara, schön, dass du da bist. Du hast bei uns in Konstanz dein Masterstudium gemacht im Bereich Biologie, hast dann am Institut, im Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, damals noch Ornithologie, deine Masterarbeit im Rahmen der Spitzforschung gemacht, richtig? Genau, Spitzmäuse waren das Thema. Genau. Und jetzt, da warst du auch ein Jahr bei uns bei Maxim, beim Öffentlichkeitszentrum an dem Institut. Und jetzt machst du deine Doktorarbeit bei der Dr. Dina Dechmann in der Fledermausforschung, richtig? Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, damals an Spitzmäusen zu forschen? Das ist eine gute Frage. Es war eigentlich Zufall. Ich war bei Dina und wir haben über ein Projekt nachgedacht. Und es ging ursprünglich, dass ich was mit Fledermäusen mache. Und dann hat aber ganz kurzfristig eine Forscherin musste absagen. Und Dina hat dann so rübergeguckt und hat dann ein paar Spitzmausschädel gesehen und hat gemeint, du hast nicht Lust, was mit Spitzmäusen zu machen. Und ich hatte nie dran gedacht. Und dann hat sie mir über das Projekt am Institut erzählt und irgendwie ja, war es gleich Feuer und Flamme für mich. Und dann ja, bin ich irgendwie da reingerutscht zu den Spitzmäusen. Und wir haben jetzt noch einen ganz spannenden Titel eigentlich zu dem Ganzen. Also, ich habe heute Holy Shrew ist hier auf deinem Titel, aber ich habe auch die Hero Shrew ist mir heute nochmal begegnet. Magst du kurz was zu dem Titel sagen, wie du dazu gekommen bist? Naja, wir hatten uns, also Spitzmäuse, das werden Sie vielleicht jetzt in dem Talk auch sehen, dass das ganz außergewöhnliche Tiere sind und ganz oft werden ja so außergewöhnliche Tiere dann auch als irgendwie, ja, supernatural oder ganz, ja, was Besonderes gesehen. Und eben auch oft werden dann heilige Elemente damit reingebracht. Und vor allem in früheren Kulturen wurde das eben oft auch gemacht, wenn man sich nicht erklären konnte, wie was funktioniert. Dann war es oft irgendwas Übermenschliches, irgendwas Übersinnliches. Und ich glaube, das wird auch gerade einfach immer wieder zum Thema, wenn man einfach merkt, dass man von den Tieren heutzutage noch so viel lernen kann. Und irgendwie ist das so ein, ich habe das Gefühl, so ein bisschen ein neues Umdenken, dass man doch auch merkt, dass man Tiere nicht nur irgendwie als Gefangenschaft oder so nehmen sollte, sondern dass man noch ganz, ganz viel von denen lernen kann. Ja. Das sehen wir auch im Moment so ein bisschen. Also das Thema ist eigentlich so bei uns aufgekommen bei dem letzten Kongress in Vancouver, wo ein Native American etwas über eben die Bedeutung und die Heiligkeit auch von Tieren und Vögeln im Speziellen erzählt hat. Und da habe ich mich dann entschlossen, auch im Öffentlichkeitszentrum einfach mal wirklich dieses Thema Mensch und Tier in Verbindung zu bringen. Das wird Ihnen auch sicher hier öfter noch begegnen, auch in dem Online-Talk oder auch in den nächsten Jahren bei uns am Institut. Und damit, Lara, möchte ich dir offiziell einfach das Wort übergeben und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Okay, dann starte ich mal. Ich hoffe, alle sind bereit. Ich
krieg hier kein Feedback. Das heißt, ich gehe einfach mal durch und ich werde dann, ja, ich denke irgendwie mit dem Chat oder so, wenn ihr mich dann verständigen, falls irgendwas ist. Also, ja, wie Babette gerade schon gesagt hat, ich bin Lara Keicher. Ich mache gerade meine Doktorarbeit am Institut mit Fledermäusen, habe aber eigentlich seit meinem Bachelor schon, also seit 2014, arbeite ich auch mit Spitzmäusen und auch gerade noch, immer wenn irgendwie Feldarbeit ansteht, bin ich immer mit dabei und stelle Fallen und ist einfach toll, die Tiere weiterhin ein bisschen zu erforschen. Genau, der Titel ist Holy Shrew, warum Menschen Spitzmäuse anbeteten und vielleicht, dass wir das vielleicht immer noch tun sollten. Ich beginne gleich mal mit einer Frage, das war einfach vielleicht auch, dass Sie selber ein bisschen nachdenken können, ob Sie schon mal eine Spitzmaus gesehen haben und wenn ja, ob sie lebendig war, wo das war und wie groß sie war, weil ich finde, also ich selbst habe eben schon viele Spitzmäuse gesehen, aber die erste Begegnung mit einer Spitzmaus war tatsächlich mit einer halbtoten Spitzmaus, weil meine Katze damals, die noch Freigänger war, hat eine Spitzmaus angebracht und die hat sie aber nicht aufgefressen. Und das ist ein ganz oft ein Phänomen, dass Katzen Spitzmäuse fangen und die dann aber nicht fressen, weil die ganz anders schmecken als andere Mäuse. Und das sind eben ganz, ganz kleine Tiere. Die sind, da zeige ich gleich ein paar Bilder, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Spitzmausarten. Hier habe ich mal ein paar Beispielbilder, das sind so Arten, die bei uns so in Deutschland vorkommen. Links oben sehen Sie, ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sieht, ich zeige es einfach mal. Das ist so eine ganz normale gelbe Schnecke, die wahrscheinlich ganz viele Leute auch im Garten haben. Und daneben sitzt eine Zwergspitzmaus, so Rex minutus. Die sind mini, also die wiegen gerade mal 6 Gramm, sind nicht mal so groß wie ein Daumen, also ganz, ganz kleine Säugetiere. Und rechts davon ist eine größere Spitzmaus, das ist eine Wasserspitzmaus. Auch das Bild darunter, da sieht man sie beim Tauchen, also das sind sogar Spitzmäuse, die dann auch Fische fressen. Und das sind auch unter anderem Spitzmäuse, die, ich glaube, der Speichel ist giftig. Das heißt, wenn die kleine Insekten fressen, können die die paralysieren und dann besser verzehren. Für den Menschen aber ungefährlich. Und links unten ist auch noch, ich glaube, eine Hausspitzmaus. Die hat relativ große Ohren für eine Spitzmaus, weil normalerweise sind die relativ klein. Man sieht auch hier schon, die Augen zum Beispiel von der Spitzmaus sind ganz, ganz klein, was auch schon darauf hindeutet, dass es vielleicht keine Maus ist. Damit komme ich eigentlich zur nächsten Frage, weil ganz viele Leute das verwechseln, dass Spitzmäuse normale Mäuse sind. Mit normalen Mäusen meine ich die Nagetiere, die Feldmaus, die Hausmaus, die Wühlmaus, also die ganz klassischen Nagetiere. Spitzmäuse, auch wenn der Name vielleicht darauf hindeutet, sind keine Mäuse. Also Spitzmäuse sind Insektenfresser. Die ja eben hauptsächlich Insekten jagen, aber auch ja, Schnecken fressen, Regenwürmer mögen sie ganz arg, Spinnentiere. Also sie sind eigentlich relativ divers, was sie fressen, aber keine Körner zum Beispiel wie Mäuse. Sie gehören komplett zu einer anderen Gruppe. Also man sieht es auch, am Gebiss kann man das ganz leicht erkennen. Also unten hier sehen Sie ein Mäusegebiss. Ganz klassisch die Nagezähne. Auch beim Biber zum Beispiel, der hat das gleiche Gebiss, so gelb angefärbte Nagezähne sind das. Und die Spitzmaus, da sehen Sie rechts oben von einer Weißzahnspitzmaus das Gebiss und links daneben habe ich mal von einem Fuchs ein Gebiss gezeigt. Da sieht man schon die charakteristischen ganz scharfen, langen Schneidezähne. Und auch die hinteren Zähne sind einfach für das Fressen von Fleisch oder Insekten oder Würmern gemacht. Also das ist ein ganz, ganz einfaches Charakteristikum. Spitzmäuse gehören, wie gesagt, zu den Insektenfressern unter den Raubtieren. Und zu der Gruppe gehören zum Beispiel auch die Maulwürfe. Deswegen sehen die auch relativ ähnlich aus. Spitzmäuse sehen auch nicht so gut, haben ganz kleine Augen, wie schon gesagt, und tun hauptsächlich mit anderen Sinnen die Welt erkunden, also vor allem mit ihrer Nase. Ich habe hier mal ein paar Eindrücke, wie das bei uns aussieht, wenn wir am Institut die
Spitzmäuse fangen. Und zwar, also links oben sehen Sie das sind links die Fallen. Man tut, um 5 Spitzmäuse zu fangen, stellt man ungefähr 200 Fallen in den Wald. Das sehen Sie rechts unten im Bild, wenn die dann im Wald stehen und scharf gemacht sind. Immer so ein kleines Fähnchen, dass man sie auch wieder findet. Und links unten sehen Sie, das ist so ein typisches Spitzmaus-Habitat. Das ist bei uns in Möggingen, in Radolfzell, eigentlich gleich neben Institut. Also wirklich ganz lokal können wir die Spitzmäuse fangen. Und das sind Lebendfallen, das heißt, die Spitzmäuse tun Schließmechanismus auslösen und dann sind die gefangen in der Falle und haben da aber auch Futter, dass sie nicht gleich verhungern und bleiben dann da und wir kontrollieren die Fallen alle 1,5 bis 2 Stunden und holen dann die Spitzmäuse raus. Also rechts oben sehen Sie mal ein Exemplar, das ist eine Waldspitzmaus, die wir dann erstmal untersuchen. Genau, hier nur ein paar Eindrücke, da sind wir mit den Eimern draußen im Wald und gucken, was wir so fangen. Haben dann erfolgreich eine Spitzmaus gefangen und da schauen wir dann auch rechts unten auf dem Bild, sieht man, da scannen wir die ab. Das ist so ein kleines Lesegerät, weil manche Spitzmäuse haben von uns so einen kleinen Chip unter die Haut bekommen, im Zuge von einer Wiederfangstudie. Das heißt, wir tun so eine Spitzmaus markieren und dann lassen wir die wieder frei und dann probieren wir sie wieder zu fangen. Und ich werde gleich erzählen, warum das wichtig ist, dass man die gleichen Individuen wieder fängt. Wenn man so Fallen in den Wald stellt, fängt man natürlich nicht nur die Arten, die man auch will, sondern zum Beispiel hier rechts und unten sehen Sie, das ist ganz süß zu sehen, die haben so weiße Augenbrauen, das ist eine Wasserspitzmaus. Und ja, eben sowas ist dann immer gut zu sehen. Wir schreiben auch immer auf, was wir fangen, einfach so ein bisschen, um einen Überblick zu behalten, wie die Artenvielfalt gerade ist. Aber die werden dann immer wieder freigelassen, die falschen Arten. Man fängt natürlich nicht nur Spitzmäuse, sondern hier zum Beispiel auch die Wühlmäuse. Genau, die, wie man sieht, lassen wir dann immer gleich frei, obwohl die Wühlmäuse, die sind ganz süß, weil die lernen irgendwie, dass sie bei uns Futter kriegen in den Fallen. Das heißt, die kommen immer wieder in die gleiche Falle zurück, fressen die Mehlwürmer raus und warten, bis man sie wieder freilässt. Und das machen die teilweise 5-mal am Tag, was ein bisschen nervig ist, weil sie dann die Spitzmausfallen blockieren. Aber ist immer wieder schön zu sehen. Genau, und hier sind die zwei am häufigsten vorkommenden Arten bei uns. Das ist links oben und rechts oben ist die Zwergspitzmaus. Die war gerade eben auf dem Bild mit der Schnecke. Charakteristisch für die Zwergspitzmaus ist, dass sie relativ klein ist, aber der Schwanz im Vergleich relativ lang. Und unten sieht man die Waldspitzmaus, Sorex araneus. Und das ist die am meisten erforschte Spitzmaus bei uns. Ganz charakteristisch für diese Spitzmaus ist, dass sie am Rücken relativ schwarz ist. An der Seite hat sie so eine braune Färbung und unten am Bauch eine hellbraune Färbung. Und das ist so ein dreifarbiger Abgang. Und daran kann man die relativ gut identifizieren. Jetzt habe ich erstmal ein paar Fakten über die Waldspitzmaus. Es ist eines der kleinsten Säugetiere auf der Welt. Ich habe mal ausgerechnet, sie wiegt ungefähr 10 Gramm. Also das sind gerade mal 8 Gummibärchen. Also ja, eigentlich fast nichts. Waldspitzmäuse sind sehr kurzlebig. Also sie werden zwischen April und August geboren. Und dann verbringen sie erstmal einen Winter, wo sie noch nicht geschlechtsreif sind. Und dann im nächsten Frühjahr werden sie dann geschlechtsreif, tun sich fortpflanzen und dann sterben sie im Laufe des Sommers. Das heißt, die überleben gar keinen zweiten Winter und leben so 13 bis ja, 15 Monate. Und Spitzmäuse, die sind hochenergetisch, das heißt, die verbrauchen extrem viel Energie und müssen deswegen auch ganz oft Energie aufnehmen. Das heißt, grob sagt man immer, alle 2 Stunden müssen die fressen, sonst würden sie verhungern. Damit komme ich zu der nächsten Frage, die wichtig ist. Was fressen Spitzmäuse? Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, also hauptsächlich Insekten. Sie fressen aber auch Fleisch. So werden sie bei unserem Institut gefüttert, einfach weil es einfach zum Einfrieren und so ist. Sie fressen sogar Eiweiß, hautgekochte Eier,
Und natürlicherweise ganz viele Würmer mögen sie sehr. Und ja, alles, was so kriecht und fleucht auf dem Waldboden. Eben hier nochmal ein paar Bilder. Also wirklich eine der liebsten Nahrungen für die Spitzmaus ist wirklich der Regenwurm. Ich habe mal beobachtet, wie eine Spitzmaus mit einem Regenwurm gerungen hat im Käfig. Das war ganz süß. Die Spitzmaus hat gewonnen am Ende, aber ja, der Wurm hat sich gut geschlagen. Genau, wie finden Spitzmäuse denn ihr Futter? Ich habe gerade eben schon erwähnt, dass die ganz kleine Augen haben. Also der visuelle Input ist bei den Spitzmäusen eher ja, hinten angestellt, sondern die Spitzmäuse verlassen sich sehr, sehr stark auf ihre Tasthaare an der Schnauze. Also die können die Schnauze auch mit ganz, ganz feinen Muskeln in alle möglichen Richtungen bewegen. Und sie riechen sehr, sehr gut und es gibt sogar manche Spitzmäuse, die sogar elektrische Impulse fühlen können. Also die sind da extrem empfindlich an der Schnauze. Sie hören auch relativ gut. Also das hat man auch erforscht, dass die ja, Vibrationen auch hören und spüren können. Also die können eigentlich ja fast blind ganz, ganz viel Nahrung finden. Ich habe hier mal ein Video, das habe ich aufgenommen. Da habe ich eine Spitzmaus ich musste versuchen, was die gut frisst. Und da habe ich ihr, ich spiele es mal ab, da habe ich ihr ein Hühnchenfleisch gegeben. Und da sieht man, das Video ist ganz normaler Speed, also ganz normale Geschwindigkeit, nicht irgendwie vorgespult. Also da sieht man mal, kriegt man einen Eindruck, wie schnell so eine Spitzmaus sich bewegt. In der Schale ist noch mehr Futter. Das heißt, die ja, ist immer so ganz aufgeregt und sucht. Jetzt ist sie sogar reingestiegen. Da sind auch ein paar Mehlwürmer drin in der Schale. Das sieht man gleich. Da frisst sie dann, glaube ich, einen Mehlwurm ganz, ganz schnell. Und dann muss sie natürlich zwischendurch auch trinken, was dann aber auch ganz schnell passieren muss. Und wenn sie dann genug hat, dann rennt sie auch wieder weiter. Die ist sehr durstig gewesen an dem Tag. Und zack, jetzt ist sie wieder verschwunden. Und jetzt ist sie erstmal glücklich. Und dann, ja, wird es so weitergehen den ganzen Tag. Hier nochmal ein Eindruck. Wir stellen den Spitzmäusen immer ein Laufrad in den Käfig und die kann ja ein kompletter Wildfang sein und man setzt sie rein und sie rennt sofort los, als würden sie genau wissen, was sie tun müssen. Also ist ganz wichtig, dass die auch eben ihren Stoffwechsel so auf Trab halten können, indem sie rennen, weil man kann das hier ein bisschen erkennen, ist ganz interessant. Sie rennt und dann guckt sie raus und riecht ein bisschen und dann rennt sie weiter und für sie ist das wahrscheinlich, als würde sie jetzt 5 Meter weiter stehen. Und dann muss sie wieder schnuppern und guckt, ob es anders riecht oder ob sie was finden kann. Das ist immer ganz toll zu beobachten. Wir hatten an den Laufrädern hatten wir mal Geschwindigkeitsmesser dran und da haben wir ausgerechnet, dass die bis zu 1 Meter pro Sekunde rennen können, was extrem schnell ist. Also wirklich ganz, ganz schnelle Tiere. Jetzt komme ich zu etwas, das heißt Daniels-Phänomen. Vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört. Das wurde von August Daniel in 1949 wurde das entdeckt. Das war ein polnischer Forscher in Białowieża, im Urwald dort an der weißrussischen Grenze. Und der hat festgestellt, dass die Spitzmäuse ihren Schädel sowie das Gehirn im Winter schrumpfen. Das heißt, hier rechts sehen Sie eine Abbildung. Unten sind die Monate und links sieht man die Schädelhöhe in Millimetern. Und da hat er von mehreren Tieren eben die vermessen und hat dann gemerkt, dass so im ja, Januar, Februar, März haben die so einen Tiefpunkt und dann wachsen sie plötzlich wieder. Anekdoten besagen sogar, dass es eine andere Spitzmausart gibt, die Flachschädelspitzmaus genannt wurde und als Notiz war dabei, wird nur im Winter gefunden. Und später hat man herausgefunden, dass das die Waldspitzmaus war, die aber einfach ihren Schädel geschrumpft hat. Und natürlich hat man die dann nur im Winter gefunden, mit dem geschrumpften Schädel. Und dieses Phänomen hat seit es entdeckt wurde, seit den 50er Jahren, hat es die Menschen fasziniert. Gibt verschiedene Gründe dafür, aber eigentlich bis heute weiß man noch ganz, ganz wenig drüber. Also wir kratzen nur an der Oberfläche. Und hier habe ich links
Röntgenaufnahmen. Also oben sehen Sie von der gleichen Spitzmaus. Deswegen nehme ich die Wiederfangstudie. Das heißt, man hat die Spitzmaus im September gefangen und hat da ihren Schädel gerönt. Die Spitzmaus hat dabei gelebt. Die wurde nur kurz betäubt und dann hat man die markiert und wieder freigelassen und dann hat man das gleiche Individuum wieder im Januar gefangen. Hat sie wieder gerönt, freigelassen und dann hat man sie nochmal im März gefangen oder im April. Und das heißt, man kann im selben Individuum wirklich sehen, dass es zu einer Schrumpfung des Schädels kommt. Also man kann auch hier auf den Röntgenbildern sieht man das. Da sehen Sie, das Hellgraue ist die weiche Körpermasse, also Fell und Fett und Haut. Und das bisschen deutlichere ist der Schädel. Und bei dem mittleren Bild sieht man, dass der gräuliche Bereich zwischen Schädel und Kopf ist viel größer. Das heißt, der Schädel ist einfach runtergeschrumpft. Und auf dem unteren Bild ist auch wieder unten die Monate und links ist die Brain Case Height, das heißt die Schädelhöhe. Und da hat man eben dann gesehen, dass auch bei uns machen die Spitzmäuse genau das gleiche, wie schon vor, ja, mehr als 50 Jahren in Polen entdeckt wurde. Ganz aktuell, das wurde, ich glaube, jetzt erst am 27. war das eine Veröffentlichung in Royal Society Open Science in dem Journal. Und da haben wir jetzt erst vor kurzem eine neue Studie veröffentlicht, die sich hauptsächlich mit dem Stoffwechsel der Spitzmäuse auseinandersetzt. Da habe ich unter anderem mitgeholfen. Das war von dem Bachelorstudenten eine tolle Studie. Falls es Sie interessiert, da kann man bestimmt später vielleicht irgendwie den Link zu der Seite irgendwie bereitstellen. Das heißt, da kann man ein bisschen nachlesen, was wirklich gerade top aktuell, also wirklich erst jetzt veröffentlicht, entdeckt worden ist. Genau, das hier sind Daten aus meiner Masterarbeit. Ich habe eben auch zu drei verschiedenen Jahreszeiten, im Sommer, im Winter und im Frühling, habe ich Spitzmäuse gefangen und vermessen. Das ist unter anderem links ist die Körpermasse und rechts ist die Schädelhöhe. Und auch da sieht man, dass der Schädel bis zu mehr als 17% schrumpft der Schädel und wächst dann auch wieder nach. So sieht es aus, wenn wir die Spitzmäuse am Institut halten. Also die haben zwei Käfige. Links ist ein Wohnkäfig mit Stroh und Heu und ganz hoher Erde und einem kleinen Topf, wo sie sich verstecken kann. Dann ist der verbunden zu einem vorderen Käfig, wo dann das Laufrad drin ist und Trinken und Essen und auch nochmal eine kleine Versteckmöglichkeit. Und in jedem dieser zwei Käfige sitzt nur eine Spitzmaus. Also eine Spitzmaus hat einen Doppelkäfig. Spitzmäuse sind nicht sehr soziale Tiere, deswegen muss man die getrennt halten. Die sind sogar sehr aggressiv. Also wenn man die zusammen in den Käfig setzen würde, hätte man irgendwann nur noch eine Spitzmaus in dem Käfig. Und genau so sieht das aus, wenn man röntgt. Also wir haben da so eine kleine Röntgenmaschine, die wurde von dem Zahnarzt, haben wir die bekommen. Wurde da ausrangiert und da hat man dann eben die Röntgenbilder und kann die dann am Computer vermessen, dass es alles standardisiert ist. Und genau, oft in den Studien, nicht immer, kann man die Spitzmaus auch wieder freilassen und so sieht es dann aus, die sind dann auch immer ganz, ganz schnell wieder weg. Genau. Jetzt haben Sie ein bisschen einen Hintergrund erfahren über die Spitzmaus, was wir so mit denen anstellen. Und was wir da erforschen. Und die Frage ist aber immer, wie kann die Forschung denn den Menschen helfen? Also ich kriege ganz oft die Frage, ja, es ist ja toll, dass man jetzt rausfindet, dass die Spitzmäuse schrumpfen und wieder wachsen, aber was bringt es mir? Und da gibt es eben mehrere Ansätze, inwiefern eben das unglaubliche Phänomen, dass auch Gehirn zum Beispiel wieder nachwachsen kann oder dass Knochen, der sich eigentlich kaum verändert oder eher nur abbaut, dass der sich wieder aufbaut. Das sind einfach ja, Erkenntnisse, die man irgendwie auch nutzen kann für den Mensch. Also vielleicht fällt Ihnen da auch gleich irgendwie Demenz oder Osteoporose ein. Also hier sieht man zum Beispiel links die zwei farbigen Bilder. Das ist eine Aufnahme von einer Spitzmaus, von dem Gehirn. Da hat man die verschiedenen Regionen
markiert und kann die nachbauen. Und damit kann man dann zum Beispiel auch sehen, welcher Teil vom Gehirn schrumpft oder wächst und in welchem Ausmaß. Man hat zum Beispiel manche Teile, die überhaupt nicht schrumpfen. Manche zum Beispiel wie der Hippocampus, der hauptsächlich für räumliches Denken da ist, schrumpft und wächst wieder und manches kontinuierlich schrumpfen. Also da kann man wirklich im Detail nachschauen, was da schrumpft. Und das Wichtige ist natürlich dann auch, wie es zu dem Wiederwachsen kommt. Also bilden sich neue Zellen. Das wäre ein unglaubliches Phänomen. Adulte Neurogenese nennt man das. Also das im adulten Alter, nicht nur wenn ein Baby zum Beispiel heranwächst, sondern wenn ein Mensch schon adult ist, dass dann Nervenzellen nachwachsen, weil eigentlich hören irgendwann die Nerven in der Anzahl auf zu wachsen, aber natürlich die Verästelung und sowas, das ist ein Leben lang. Und man ist gerade dran, zum Beispiel auch bei Spitzmäusen, ein aktuelles Projekt von uns ist, dass wir in der Uniklinik Freiburg machen wir MRT-Aufnahmen, das heißt Magnetresonanzaufnahmen, so wie es auch also an Menschen machen, wo man dann ganz hochauflösend die verschiedenen Teile vom Gehirn scannen kann. Das machen wir auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Und da können wir dann sogar sehen, wie die Nervenverästelungen sich entwickeln, ob da neue Zellen dazukommen. Also da kann man wirklich im Detail das dann erforschen und dann eben auch versuchen zu verstehen, ob man das irgendwie auf einen Mensch übertragen kann, weil natürlich ja Demenz, das ist eine sehr weit verbreitete Krankheit inzwischen, wofür es noch keine Heilung gibt. Ob man da vielleicht irgendwie bei den Tieren entdecken kann, ob die uns einen Hinweis geben können für eine Lösung. Und dann eben Osteoporose, ein anderes Phänomen, was hauptsächlich auch im Alter geschieht, dass einfach die Knochen, das sieht man hier auf dem oberen Bild, dass die Knochenstruktur, also die wie so schwammförmig Verästelungen im Knochen, das ist hier in dem Fall ein Wirbelknochen, wie das einfach, ja, brüchiger, poröser wird und dadurch viel instabiler. Das heißt, wenn ein älterer Mensch zum Beispiel hinfliegt, dann bricht er sich viel schneller einen Knochen. Kann sich teilweise sogar nicht mal mehr bewegen, weil einfach ja die Knochen so instabil sind. Und hier sehen Sie unten sind zwei sehr hochauflösende CT, also Computertomographie-Aufnahmen von einem Spitzmauswirbel. Dafür sind wir zur Uniklinik Göttingen gegangen, da haben wir Kollaboration und da sehen Sie auch, dass man da zum Beispiel schon ganz fein die Verästelungen sehen kann und das könnte man dann natürlich auch über den Lauf also zu den verschiedenen Jahreszeiten sehen, wie sich da der Knochen bei der Spitzmaus entwickelt und das Ziel ist eben auch dann zu verstehen, wie die den Schädel schrumpfen und wachsen lassen können und vor allem eben das Wiederwachsen wäre dann sehr interessant. Da kann man auch molekularbiologisch noch erforschen, was für Hormone da mit reinspielen und so weiter. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Ansätze, wo dann letztendlich hoffentlich dann auch irgendwie in die Bekämpfung von den Krankheiten mit einfließen. Und jetzt komme ich zu einer bisschen komischen Frage. Sind Spitzmäuse heilig? Da werden Sie jetzt vielleicht denken, ha, eigentlich nicht. Also ich meine, die katholische Kirche wird jetzt keine Spitzmaus heilig sprechen, aber es gibt natürlich ganz viele andere Religionen oder andere Kulturen, wo vielleicht so Spitzmäuse heilig scheinen können. Guck gerade mal kurz, ob irgendwelche Fragen sind, aber nee, ich glaube, alles gut. Zum Beispiel eins der gut erforschten Kulturen sind die alten Ägypter. Und was Sie hier sehen, das sind kleine Sarkophage, also kleine Behältnisse, wo Mumien drin gelagert werden. Und die solche aufwendigen Sarkophage gebaut. Und eben dann hat sich ein Wissenschaftler hat sich das mal genau angeschaut und was Sie hier sehen, ist wirklich die Mumie einer Spitzmaus. Die Forscher haben dann sogar den Schädel noch extrahieren können.
haben dann gesehen, dass es wirklich ein Spitzmausschädel ist. Ganz charakteristisch, Rotzahnspitzmäuse, die haben so rote Verfärbungen an den Zähnen, die machen die Zähne härter. Und genau, die alten Ägypter, die haben die Spitzmaus als Verkörperung des Gottes Horus angesehen. Der Horus ist ein ganz bekannter Gott, der hat auch ganz viele Erscheinungsbilder und der war als Beschützer der Sonne, wurde der gesehen. Und das ist eigentlich sein Zeichen, also das klassische Zeichen für den Horus ist ein Falke. Und die Spitzmäuse in den Sarkophagen wurden eben übergeben, dass man den Göttern etwas Gutes tut, dass man die Götter ehrt. Und die Ägypter wussten nämlich, dass die Spitzmäuse zum Beispiel Schlangen töten können. Und zwar, indem sie deren Eier fressen. Das heißt, ja, schon in ganz kleinen können die Schlangen von den Menschen fernhalten, indem sie die töten. Und die Theorie bei den Ägyptern war dann, dass Horus hat, wie gesagt, am Tag hat er Falkengestalt angenommen und in der Nacht hat er sich dann verändert in eine Spitzmaus. Und damit hat er die Menschen eben vor den gefährlichen Schlangen und so sogar Krokodilen beschützen können, indem er Tag und Nacht kämpfen konnte. Und ich habe jetzt gedacht, ich habe leider keine Hieroglyphe für eine Spitzmaus gefunden, aber ich glaube, so ähnlich wie links unten könnte das vielleicht ausgesehen haben. Also ich finde, eine Spitzmaus verdient auf jeden Fall auch eine Hieroglyphe. Lara, hörst du mich ganz kurz? Es ist momentan irgendwie der Bildschirm, deine Bildschirmpräsentation nicht zu sehen. Ah, warte mal. Ich kann noch mal probieren, das zu teilen. Ich kann den Screen gerade nicht teilen. Chris, kannst du da was machen? Jetzt kommt, nee. Chris, also jetzt Lara, du bist auch Jetzt, als. ja. Okay. Jetzt. Ja, es scheint zu kommen. Ja, gut, dann schalte ich mich wieder aus. Wurden irgendwelche Folien jetzt nicht gesehen? Also ab Horus ungefähr. Also das war die letzte Folie, die ich gezeigt hatte. Ja, warte mal kurz, der Chris. Chris, kannst du. So, jetzt geht's wieder los. Ja, es geht weiter, Lara. Ich schalte mich Okay, aus, du super. kannst weitermachen. Also hier noch mal kurz meine tolle Spitzmaus Hieroglyphe eben. Dass die Spitzmaus auch ein bisschen geehrt wird und nicht nur die Falken, weil sie immerhin auch Krokodile und Kobras bekämpfen. Auch in anderen Kulturen, also nicht nur bei den alten Ägyptern, wurden Spitzmäuse als magische Wesen gesehen. Und zwar sind das, sehen Sie hier das Bild einer Panzerspitzmaus. Und der wurden in Regionen von Afrika, wurden der magische Kräfte zugesprochen. Lara, noch mal ganz kurz, warte mal, weil die Folie hinkt noch ein bisschen hinterher. Warte mal kurz. Jetzt weiter, bitte. Okay. Also hier sieht man das Bild einer Panzerspitzmaus oder eine ausgestopfte Panzerspitzmaus mit dem Skelett nebendran. Und eben afrikanische Völker haben die Panzerspitzmaus als irgendwie magisches Tier mit außergewöhnlichen Kräften gesehen. Das ist übrigens auch die Hero-Spitzmaus, die Babette gerade eben erwähnt hat. Und zwar haben die, ich weiß nicht, ich will es auch gar nicht genau wissen, wie die das rausgefunden haben, aber die haben gemerkt, dass wenn die auf die Spitzmaus drauftreten, dass die Spitzmaus nicht stirbt. Also jede andere Maus, die wäre sofort platt, und die Panzerspitzmaus ist einfach weitergerannt. Und das waren erwachsene Männer, die probiert haben, die Spitzmaus zu, ja, töten. Auf jeden Fall, hat man sich die Panzerspitzmaus dann mal genauer angeschaut und vor allem das Skelett. Und Sie sehen vielleicht das Rückgrat der Panzerspitzmaus. Das sieht viel, viel dicker aus, als man es normal gewöhnt ist. Also vielleicht wissen Sie das, bei Menschen zum Beispiel haben die einzelnen Wirbelknochen, haben zwei Fortsätze, links und rechts. Und bei der Panzerspitzmaus, da hat es vier Fortsätze insgesamt. Das heißt, auch am Bauch und am Rücken direkt.
hat es nochmal Fortsätze. Und damit kann die ihre Wirbelsäule so stark drehen, dass sie zum Beispiel in der Röhre, wenn sie da eingesperrt ist, kann die sich um 160 Grad drehen. Also ohne dass sie sich irgendwie groß verändern muss. Also sie kann wirklich einfach ihren Körper ineinander drehen, was ihr natürlich hilft, irgendwie zu entkommen. Und die Wirbelsäule, die ist extrem stabil dadurch. Also die kann nicht durchbrochen werden. Man kann da wirklich extrem viel Druck auf die Spitzmaus ausüben und die bleibt trotzdem in ihrer Form und dadurch werden die lebensnotwendigen Organe beschützt. Und man konnte sich eben nicht erklären damals, wie funktioniert das. Die muss irgendwie magisch sein. Also irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt aber ein ganz anderer Kontinent noch. Auch in China ist die Spitzmaus ein Symbol für Geld. Und ich hab mal gegoogelt, was hier die Symbole sind. Also das ist einmal für Geld und für Haus. Und zwar anscheinend ist das Wort für Spitzmaus in der chinesischen Sprache, ist so eine Art Quietschlaut und die, oder nee, die Quiet, so ist, die Quietschlaute von der Spitzmaus, das ist so das hohe Fiepen, das hört sich ähnlich an wie das Wort für Geld in Mandarin oder in der chinesischen Sprache. Und deswegen wurde da irgendwie der Glaube entwickelt, dass wenn man eine Spitzmaus in seinem Haus hat, dass das bedeutet, dass man irgendwann einen großen Reichtum haben wird. Also da werden die Spitzmäuse auch eher als was Positives gesehen und nicht als irgendwie Parasit, wo irgendwie bei sich, also bei einem Keller alles voll kotet. Und jetzt habe ich hier, ich habe mal die Bilder reingemacht, weil die mich immer wieder faszinieren und weil ich das auch irgendwie so was bisschen Mystisches oder Besonderes sehe. Ich finde, es sieht auch eher aus, als wären das irgendwelche Kunststücke oder Bilder, die gemalt wurden. Aber auf diesen Bildern hat jemand Färbungen von Mikroskopschnitten gemacht, die durch die Schnauze einer Spitzmaus gingen. Und was man hier sehen kann, also in Rot eingefärbt, zum Beispiel auf dem unteren und auf dem rechten Bild, sieht man die Haare von der Spitzmaus, also die ganz, ganz feinen Verästelungen. Und was man dann aber drunter auch sieht, sind die ganz feinen Muskelfasern. Das heißt, jedes einzelne Haar in der Spitzmausschnauze hat ein Muskelbündel, das das bewegen kann. Und außerdem kann sich die Spitzmausschnauze auch extrem vielfältig in jede Richtung bewegen. Und ich habe das hat ein Kollege von uns hat die Aufnahmen gemacht und hat dann auch gedacht, mal das hat er noch nie gesehen, so eine hohe Menge an Muskeln in so einer kleinen Spitzmausschnauze. Und ich finde auch, das ist schon so beeindruckend, was die da kann mit ihrer Nase. Es ist einfach ja immer wieder faszinierend. Und jetzt als letztes Bild oder als letzten Eindruck habe ich noch meine Spitzmaus, weil die einfach ja, da ist sie wieder am Jagen, findet einen Mehlwurm und zack, ist ganz happy und frisst dann erfolgreich den Mehlwurm. So. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Eindruck bringen, was man so an Spitzmäusen erforschen kann und warum es eigentlich ganz, ganz faszinierende kleine Insektenfresser sind. Und ja, jetzt freue ich mich, ein paar Fragen von Ihnen zu bekommen und bedanke mich schon mal. Ja, Lara, herzlichen Dank für den faszinierenden Vortrag hier. Zunächst mal eine Frage, die ganz am Anfang noch mal schon kam. Vielleicht kann man das noch mal deutlich hervorheben. Wie erkennt man den Unterschied von Spitzmäusen zu einer normalen Maus? Das hast du zwar schon gebracht irgendwie, aber vielleicht können wir es noch mal einfach wiederholen. Also, wenn man eine Spitzmaus, also zum einen, okay, ich sag mal, eine normale Maus hat immer relativ, vielleicht kann ich noch mal, ihr seht meine Präsentation, glaub noch, vielleicht kann ich noch mal kurz zurückgehen zu, wo wir die Beifänge haben. Da sieht man dann direkt den Unterschied. Also hier sieht man eine normale Wühlmaus und was man schon ganz auf den ersten Blick erkennen kann, die ganz großen Augen. Also im Vergleich hier bei der Wasserspitzmaus rechts oben eine ganz, ganz kleine Augen und bei der Maus relativ große Augen, weil die einfach auch sehr, sehr viel sehen. Ein anderer Unterschied ist die Ohren. Die sind, also
relativ groß bei Mäusen. Und bei Spitzmäusen sind die oft, also jetzt hier auch bei der Wasserspitzmaus erkennt man die kaum. Also die haben fast nicht erkennbare Ohren, wenn man sie nicht gerade genauer anguckt. Und eben auch das Gebiss ist ein großer Unterschied. Also da zeige ich nochmal hier den Unterschied. Ach, das war glaube ich weiter vorne. Dass das Gebiss einfach auf ganz andere Nahrung angelegt ist. Also Mäuse müssen sehr viele Körner aufbeißen und haben einfach einen sehr, sehr starken Kiefer. Und Spitzmäuse haben eher Raubtiergebisse, mit denen sie dann auch Insekten töten können und ja, eben auch schnell die fassen können. Und ja, ich glaube, das waren die Hauptunterschiede. Okay, einfach zur Erklärung, wir lassen im Moment die Videos von uns, also oder von der Lara auch als in Person weg, damit uns die Verbindung nicht zusammenbricht. Es gibt hier eine weitere Frage, und zwar, ob die Bilder des Gehirns aus einer MRI oder einem anderen Gerät stammen. Ich Vielleicht. habe keine MRT, also MRT-Bilder habe ich keine in der Präsentation. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Bilder gemeint sind. Also diese Bilder, das sind Röntgenaufnahmen. Und die später, die ich zeige, die farbigen, die haben wir am Computer hergestellt. Das heißt, da hatten wir Hirnschnitte, also man schneidet das Gehirn in ganz dünne Scheiben und macht die dann auf einen Objektträger und kann dann mit dem Mikroskop die anschauen. Und eine Wissenschaftlerin bei uns, die hat dann jedes einzelne Gehirn, hat die angeguckt und hat eigentlich per Hand die Umrisse von jedem Gehirnteil markiert. Also man sieht es hier an dem oberen Bild, kann man die einzelnen Schnitte erkennen. Und damit kann man dann mit einem speziellen Programm so 3D-Bilder von dem Gehirn machen. So was Ähnliches haben wir jetzt aber auch vor, mit den MRT-Aufnahmen zu machen, die wir in Freiburg aufnehmen, aber da habe ich noch keine Bilder leider gesehen. Die Frage wurde noch mal ein bisschen verdeutlicht hier im Chat. Sie scheinen sehr interessant zu sein, die Bilder für Medizin, wegen der Erschränkungen ihres Gehirns und so weiter. Also ich nehme an, wegen der Schränkung des Gehirns. Aber haben Sie auch interessantes Verhalten? Wenn das Gehirn zum Beispiel schrumpft, eine sehr tolle Frage, weil wir haben auch, also wir haben uns gedacht, was passiert mit der Spitzmaus, wenn das Gehirn kleiner wird? Man könnte ja irgendwie denken, dass sie vielleicht dummer wird. Natürlich hat die Größe des Gehirns nichts mit Intelligenz zu tun, aber wenn zum Beispiel manche Gehirnbereiche wirklich extrem runterschrumpfen, wie zum Beispiel der Hippocampus, dass die dann vielleicht eher vergessen, wo war jetzt nochmal der Regenwurm, oder? Und wir haben Experimente gemacht, wo wir zu verschiedenen Jahreszeiten Verhaltensexperimente mit denen gemacht haben, wo die Nahrung, also sie mussten sich merken, wo in einem bestimmten Bereich, in so einer Art Arena, wo der Mehlwurm war. Und wir haben rausgefunden, es waren leider relativ wenige Tests, die wir machen konnten, aber wir haben rausgefunden, also es deutet darauf hin, dass sie wirklich ein bisschen länger brauchen im Winter, um die Nahrung zu finden. Andererseits hat die Spitzmaus aber auch viel mehr die ganze Arena abgescannt. Und wir wissen nicht, ob das vielleicht auch ein Verhalten ist, wo sie einfach im Winter eher macht, dass sie einfach viel mehr Strecke hinter, also die Chance ist kleiner, was zu finden im Winter. Das heißt, vielleicht läuft sie einfach viel mehr ab, um einfach ihre Chancen zu erhöhen, dass sie mehr findet. Also wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob die Spitzmaus wirklich dummer wird, oder ob sie groß das Verhalten ändert. Da sind wir noch dran. Also die Verhaltenstests laufen jetzt auch gerade noch. Gut, ich glaube, momentan gibt es noch weitere Fragen hier im Chat. Möchte noch jemand eine Frage einbringen? Ich glaube, ich kann jetzt nichts sehen. Die Max-Planck-Gesellschaft macht ja Grundlagenforschung. Ich wollte jetzt noch mal kurz nachfragen, wie ihr das mit dem Chip unter der Haut macht. Das kam irgendwie vor. Kurz, vielleicht kannst du das noch mal erklären. Genau, also das ist, vielleicht haben manche von Ihnen irgendwie einen Hund oder eine Katze, also das sind die ganz normalen Transponder-Chips, die man mit einer Kanüle unter die Haut sticht.
Und das sind ungefähr, also ein bisschen größer als ein Reiskorn sind die Chips. Und die haben dann wie so eine Art Identifikationscode. Also wir scannen die ab mit einem bestimmten Gerät und dann kriegen wir eine Nummer und wissen genau, in der Datenbank haben wir dann genau die Spitzmaus, wissen, wann wir die gefangen haben und wissen dann alles über die, was die gewogen hat und so weiter. Und eben, also im Vergleich zu einer Spitzmaus, natürlich, wenn sie eine Katze haben, den gleichen Chip reinmachen, ist die ja, das Ratio ist das Verhältnis größer, aber ja, bei der Spitzmaus, wir haben gemerkt, dass die, also auch bei den Wiederfängen, die haben weder Gewicht verloren, also bis auf das Natürliche, was sie natürlich alle machen, aber im Vergleich zu anderen Spitzmäusen, die keinen Chip getragen haben, haben wir also keine irgendwie Nachteile in der Spitzmaus gesehen. Noch eine Frage, vielleicht zur Erläuterung, wie lange bleiben denn also die Spitzmäuse bei euch so? Das kommt ganz drauf an. Bei meiner Studie, wo ich deren Stoffwechsel untersucht habe, da hatte ich die nur für 6 Tage am Institut, und habe sie danach wieder freigelassen. Teilweise, wenn wir nur Röntgenaufnahmen von einer Gruppe an Spitzmäusen gemacht haben, haben wir die nach 3 Stunden wieder freigelassen, maximal. Manchmal müssen wir Spitzmäuse umbringen, zum Beispiel gerade für die Hirnstudie. Das heißt, da ja, fängt man sie und lässt sie natürlich nie wieder frei. Und jetzt gerade haben wir ein neues Projekt laufen, wo wir dann die fangen und dann halten, bis sie sterben. Also da macht man dann ganz viele Experimente mit denen, dass man eben eine Spitzmaus so gut wie möglich ja, erforschen kann. Man macht Verhaltensexperimente ums Jahr rum. Man macht die MRT-Aufnahmen. Also da haben wir jetzt gerade auch am Institut, ich glaube, 8 Spitzmäuse, die dann eben immer da sein werden. Also kommt wirklich genau auf die Studie drauf an. Und hier ist noch eine weitere Frage, gerade wo sind die heimisch? Gibt es die irgendwo auf der Welt nicht? Die Spitzmäuse? Also Antarktis gibt es sicher nicht. Es gibt eigentlich fast überall auf der Welt Spitzmäuse, also bis auf die wirklich ganz extremen. Also ja, eigentlich, ich glaube, nur Antarktis gibt es sie nicht. Also in Russland gibt es sehr viele Spitzmäuse, die kommen komischerweise sehr gut mit Kälte klar, solange noch irgendwas dort lebt, was sie auch fressen können. Und auch in der Wüste, also es gibt ganz viele Wüstenspitzmäuse in Afrika, also die können wirklich sehr, sehr viele Gebiete abdecken. Ich versuche jetzt mal nochmal einen ganz anderen Gedanken einzubringen. Also ich habe jetzt heute auch ein bisschen gegoogelt und die Maus wird in vielen Kulturen auch als Vorbild für den Menschen gesehen. Und wenn die so als Krafttier dann irgendwo auftaucht, dann ist das eigentlich ein Signal dafür, dass man den Blick für die nahen stehenden Dinge wieder mehr einnehmen sollte. Den hat ja die Menschheit manchmal verloren. Und ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt so Nein sagen kannst oder Ja dazu sagen kannst. Also es ist wirklich ein eher nicht wissenschaftlicher Blick. Wenn wir jetzt wirklich die nahen stehenden Dinge wieder anschauen und denn eventuelle Nutzen dieser verschiedenen Studien an den Spitzmäusen kann ja wirklich von medizinisch großer Bedeutung sein, ne? Also, du hast eben gesagt, Knochen können nachwachsen oder schrumpfen, auch Gehirn, eventuell Nervenzellen auch. Und diese Verbindung zu unserem Körper haben wir vielleicht teilweise auch verloren. Also, ich komme da manchmal drauf an den Punkt, wenn man sich überlegt, dass in einer Frau Kinder heranwachsen, wo all dieses irgendwo entsteht: Knochen, Nervenzellen, Gehirn und so weiter. Kannst du damit was anfangen? Ich habe jetzt die Frage nicht mitgekriegt, Das aber ist also. keine Frage, es ist einfach ein Gedanke. Also so die Maus, die auch als Spitzmaus, die auch als Vorbild für die Menschheit in manchen Kulturen oder für den Menschen erwähnt wird, und dann die Maus, die als Krafttier manchmal sozusagen bei Kulturen, die
Tiere auch als Wegweiser nehmen, vorkommt. Und wenn die auftaucht, die Spitzmaus, dann wird einem gesagt, man soll den Blick für die nahestehenden Dinge wieder, für die nahestehenden Dinge wieder aufnehmen. Und ich finde es eigentlich so spannend, dass das, diese Studie bei euch jetzt etwas ist, was auf der einen Seite wir vielleicht völlig aus dem Blick verloren haben im Lauf der Menschheitsgeschichte, dass wir nämlich im Grunde eventuell auch fähig sind, Knochen wieder wirklich nachwachsen zu lassen oder Osteoporose eben gar nicht, also das, oder die Zellen, dass die sich wieder erneuern, wieder verjüngen und so weiter. Gut, ich... Ja, es geht schon so auch in diese Richtung, ne, dass man da eventuell wieder auf ganz andere Schienen kommen kann mit dieser Studie, die ihr da macht. Ja, auf jeden Fall. Also was ich eben immer wieder faszinierend finde, die Spitzmäuse können was. Also sind ja auch Säugetiere genau wie wir. Das heißt, irgendwo auf dem Weg von unserer Evolution haben wir vielleicht das irgendwie verloren, die Fähigkeit, dass wir Dinge wieder nachwachsen können, lassen können. Aber vielleicht eben können wir jetzt wieder aus den potenziell unter uns stehenden Spitzmäusen, natürlich ist das nicht wahr, können wir wieder lernen und dann vielleicht auch ja den Menschen helfen damit. Also ich finde es immer faszinierend, dass so viele Tiere so tolle Sachen machen können und der Mensch da eigentlich ziemlich ja, hinterher ist, was wir können. Und ich finde es ja einfach wichtig, dass man eben den Blick nicht verliert, dass es da so viele Dinge noch zu entdecken gibt. Das war jetzt ein wunderschöner Abschlusssatz, finde ich. Also ich denke, in dem Sinne können wir da auch weiter in die Zukunft schauen. Ich möchte mich nochmal an alle, die jetzt zugehört haben, wenden. Also wir sind immer dankbar für jegliches Feedback, auch per E-Mail. Senden Sie uns alle Ihre Fragen zu. Wir schicken die dann auch immer an die jeweiligen Vortragenden weiter, die dann auch gerne die beantworten. Und genau, wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal oder bei einem der nächsten Vorträge wieder dabei sein möchten. Wir bemühen uns, einen direkteren Kontakt zwischen Vortragenden und Zuhörern möglichst bald zu ermöglichen. Und unser nächster Vortrag ist von dem Wissenschaftler und einem unserer jungen Wissenschaftler, dem Hemal Naik. Der kommt selber aus Indien und sein Titel heißt Geschichten aus Indien, Tiere, Menschen, Wissenschaft und Konversation. Er möchte auch über heilige Tiere und den Umweltschutz in seinem Land erzählen. Und ich denke, es wird auch ein ganz spannender Beitrag. Auf unserer Homepage sehen Sie da, können Sie da auch da noch einen genaueren Einblick bekommen. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und wir freuen uns, Sie alle bald wieder bei uns zu haben. Dankeschön, auf Wiederhören. Und danke dir, Lara, für deinen wunderschönen Vortrag nochmal. Hat mich sehr gefreut. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir die Vorträge irgendwann wieder auch real bei uns machen können. Aber wir werden beide Dinge, beide Formate beibehalten. Vielen Dank. Dankeschön. Und einen guten Abend noch allen miteinander.